Ist doch ganz leicht. Nein, es ist nicht leicht. Hör auf zu lügen. Das zu sagen, die Leute denken, wir wären die größten Idioten. Ah, scheiße! Ist wieder auseinandergefallen. Nee, oder? Aber das hätte ich ja vorher vielleicht mal reinmachen müssen. Oh Gott, ist da... Oh, nein! Nein! Oh, jetzt darfst du alles wieder auseinander tun. Nein, ich prügel das da so rein. Nein! Doch, das geht. Hey, ich bin René von Paintomancy und heute schauen wir uns mal das Infinity-Gelände, und zwar den Salvora Technopole-Komplex, etwas genauer an. Dieses Set kostet 25 Euro und ist eine Erweiterung für den Salvora Governmental Complex und besteht ebenfalls aus Karton. Enthalten in dem Set sind zwei große Gebäude, zwei kleine Gebäude und noch so ein bisschen Kleinkram, also Treppen, Leitern und so ein paar Gehwege. Die großen Gebäude bieten auf dem Spieltisch einiges an Abwechslung. Denn sie sind nicht nur einfach große Geländestücke, sondern haben bei Infinity the Game auch noch einen großen spielerischen Mehrwert. Das erste Gebäude ist ein Objective Room. Der ist auf jeden Fall absolut notwendig, damit ihr bestimmte Missionen bei Infinity the Game spielen könnt. Außerdem kommt er direkt auch noch mit so kleinen Papptüren. Das bedeutet, ihr könnt direkt darstellen, ob der geöffnet sein soll oder geschlossen. In Missionen, wie zum Beispiel The Armory, wird dieses Geländestück genau in die Mitte des Spielfeldes platziert und dann geht es darum, das King of the Hill mäßig zu erobern. Das zweite große Geländestück ist ein Sniper Tower. Der ist besonders gut dafür, wenn ihr gerade namensgebend Scharfschützen oder Raketenwerfer oder irgendwelche Langstreckenwaffen dabei habt und da oben ein Modell drauf platziert. Da solltet ihr aber aufpassen, dass dieses Geländestück nicht in eurer Aufstellungszone platziert ist, sondern irgendwo mehr in der Mitte des Spielfeldes, dass ihr das erstmal erreichen müsst und erklimmen müsst und dann die Belohnung mit der guten Reichweite habt. Außerdem gibt es noch zwei kleinere Gebäude. Die sind perfekt dafür, um den Spieltisch ein wenig zu füllen, denn bei Infinity brauchen wir wirklich verdammt viel Gelände. Kommen wir also zu den kleinen geheimen Stars des Sets, und zwar diesen Treppen und diesen Gehwegen. Die sorgen nämlich dafür, dass unser Infinity-Spiel plötzlich sehr dreidimensional wird. Denn plötzlich können Modelle von einem Gebäude zum anderen laufen, ohne den Boden zu berühren. Und dabei haben sie sogar noch Deckung. Das sorgt dafür, dass neue Feuerlinien gedeckt werden müssen und ihr mit euren Modellen komplett neue Manöver ausführen könnt. Bevor wir also mit dem Spielen loslegen, muss der Kram erstmal gebastelt werden. Und ich habe mir das Set zweimal geholt, deswegen habe ich mir den Ruben geschnappt. Und eins kann ich sagen, geteiltes Leid ist immer noch das gleiche Leid. Das sieht übel kompliziert aus. Ja, das ist auch richtig, richtig bescheuert gemacht. Wirklich. Also es ist wirklich einfach bescheuert gemacht. Die Geländestücke werden in so Kartonrahmen ausgeliefert und die muss man eigentlich einfach nur so rausdrücken. Und da ist eigentlich schon das erste Problem an der Sache, denn die sind nicht richtig rausgeschnitten. Das heißt, wenn man sie rausdrückt, dann kann es sehr leicht passieren, dass man ja so ein bisschen den Aufdruck anreißt. Und naja, das zu fixen ist unfassbar aufwendig und wir haben es dann auch letzten Endes nicht gemacht. Wenn das passiert, ist das natürlich unfassbar ärgerlich und ich würde jetzt im Nachhinein auf jeden Fall empfehlen, nehmt euch ein Bastelmesser und schneidet diese Stellen, wo ihr merkt beim Rausdrücken, oh, das könnte ein bisschen knapp werden, schneidet die einfach an. Das ist das Beste, was ihr da machen könnt. Die Anleitung ist keine Step-by-Step-Anleitung, sondern eher so eine Blaupause, wo alle verschiedenen Teile so aufeinander fliegen und man sieht in etwa, wie das aufgebaut werden muss. Die Reihenfolge ist dabei auch nicht so wirklich das Problem, sondern vielmehr, dass die Geländestücke sehr auf Spannung gebaut werden. Wie soll man das denn hier schaffen? Guck mal, du sollst auf den Pinöppel sollst du das drauf tun, aber gleichzeitig musst du das hier reinschieben. Besonders das letzte Teil anzubringen ist wirklich schwierig, denn das gesamte Geländestück ist dann auf richtig krasser Spannung und da muss man wirklich aufpassen, dass man diese Verbindungspinöppel nicht irgendwie aus Versehen umknickt oder beschädigt, denn man arbeitet ja immerhin schließlich noch mit Karton. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, das Gelände ist halt aus Pappe, hält das überhaupt meine Margaribagard aus? Und da kann ich euch erleichtern, es ist verdammt stabil. Aber, ey, die sind... Ja, stabil sind die. Ultra stabil. Boah, ist das stabil. Generell fühlt sich das Gelände ziemlich hochwertig an und diese Kartonränder, die fallen auch besonders beim Spielen überhaupt nicht auf, denn der Aufdruck ist so unfassbar bunt, das geht komplett unter. Am Ende der Anleitung ist uns dann aufgefallen, oh, da ist ja ein QR-Code, vielleicht haben wir uns jetzt unnötig viel Stress beim Aufbau gemacht. Der führt allerdings ins Nichts. Es gibt einen QR-Code hier unten mit Assembly Instruction Video. Ja, aber ich glaube, nicht richtig ist. Warum tut das denn das Ende der Anleitung?
Wer macht das denn? Ich hätte sich normale Menschen normalerweise eine Anleitung erstmal komplett durchlesen, bevor sie anfangen zu Das ist doch nicht euer Scheiß, wenn, jetzt, wenn jetzt die Anleitung sagt, einen das ultra geil erklärt und sagt, das macht es ultra leicht. Ja, weil das Gebäude hier geht da gerade auch schon kaputt, weil das geht physisch nicht, dass du das mal reinschickst. Access denied. Hö, bei mir auch. Continue. Jetzt bin ich auf der Startseite. Ha, es gibt gar keine Anleitung, weil die selber nicht wissen, wie man das aufbaut. Das Gelände sieht natürlich längst nicht so toll aus wie richtig schön aufgearbeitetes MDF-Gelände oder das Pappgelände von Battle Systems. Es ist aber vor allem eins, und zwar praktisch. Das Aufbauen ist zwar etwas nervig, dafür hat man allerdings an einem Nachmittag eine komplette Infinity-Platte und man merkt einfach, dass dieses Gelände wirklich für Infinity the Game gemacht ist. Alle Gebäude und alle Wege sind wirklich auf die Größen der Modelle ausgelegt und deswegen macht das Spielen darauf unfassbar viel Spaß. Unser Spieltisch ist beispielsweise mit 4 Salvora-Komplex-Geländestücken, also einem 100-Euro-Budget, komplett spielbereit und ihr wisst, wie viel Gelände man für Infinity braucht. Das Infinity-Gelände von Corvus Belli ist auf jeden Fall etwas für die Hobbyisten, die schnell eine spielfertige Platte haben wollen und denen der Look jetzt nicht unfassbar wichtig ist. Im Salvora Hauptset sind auf jeden Fall mehr Geländestücke für den gleichen Preis drin. Allerdings habe ich hier im Expansion Pack den Objective Room, den ich ja eigentlich für Infinity auch unbedingt brauche. Das heißt, das hält sich so die Waage. Falls ihr also weder Zeit noch Lust habt, eine MDF-Platte zu bauen, ist dieses Gelände auf jeden Fall perfekt für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, diese kleine Review hat euch gefallen. An dieser Stelle auch vielen lieben Dank an all unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Freckel, Juxe, Aruka, Tizian, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Harley Matsuda, Julian B., Nachtmar Senior, Nagashur und Patrick W. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr Affiliate-Links von unseren Partnern PK Pro und Taschengeld.de. Und falls ihr bei Amazon einkauft, macht das doch auch direkt über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Du bist ja schon übel weit. Ja. Ich fühle mich einfach gerade wie so Bob der Baumeister. Bin so fertig. Gleich. Ja, ich fühle mich auch so, ich fühle mich so, wie Bob der Baumeister aussieht. So aufgedunsen, knobelig. Kommt immer so ein vogelscheuchen Mann, der irgendwas von einem will. Das bist du. Okay. Und dann ist ja eigentlich okay, weil dann können wir ja nichts dafür. So. Wir sind ja jetzt hingegangen mit unserem Wissen, das wir so hatten. Ja, das stimmt, ne? Also die Anleitung ist scheiße. Genau. Und dann kann man halt auch sagen, das ist halt sehr, sehr fummelig. Das ist sehr ist eine Geduldsprobe, das aufzubauen. Weil man halt. Ich habe das Gefühl, wir reden uns das einfach nur schön, dass wir ultra dumm sind. Ja, wahrscheinlich. Ja. Na komm, wir machen jetzt Feierabend. Ja.